Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es seit langem mal wieder weiter mit unserer Technikon. Öl wie Ölkreislauf. So, eigentlich Öl wie Ölfilter, Ölpumpe, Ölkreislauf, einmal alles. Heute geht es nur um das Thema Öl. Erstmal an dieser Stelle, heute wieder Nico hinter der Kamera. Wie war es auf Bali? Richtig gut. Ja, gefühlt ein halbes Jahr nicht mehr gesehen, ne? 3 Wochen warst du da, ne? Ja, aber für mich ging die Zeit, glaube ich, schneller rum. Du hast auf jeden Fall ein bisschen abgebaut, glaube ich, ne? Du warst nicht ganz so viel Pumpen an der Zeit, ne? Doch, tatsächlich mehr als hier. Was hat Joni dazu? Jetzt ist er bald wieder im Training, dann geht's wieder los. Jetzt geht's wieder los mit Training. Nein, Spaß beiseite. Schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, der Urlaub war cool. Jetzt wirst du direkt wieder eingespannt. Es geht weiter mit Film. Also, Öl wie Ölkreislauf. Erstmal überhaupt, wofür Öl in einem Motor? Natürlich geht es um das Thema Motor. Öl in dem Motor hat 2 Funktionen. Eigentlich 3 Funktionen. Eine Funktion, also die Hauptfunktion ist definitiv die Schmierung. Das heißt, alle Teile, die sich bewegen, sei es Kolben in der Laufbahn, sei es Lager, sei es irgendwelche Anlaufstellen, sei es irgendwelche Ketten auf irgendwelchen Gleitschienen. Das Öl soll natürlich schmieren, deswegen ist es auch so ölig. Thema Schmierung. Reibung minimieren und schmieren vor Verschleiß. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der sogenannte Öldruck. Man braucht einfach in dem Motor einen gewissen Öldruck, um manche Teile zu bewegen. So sage ich es jetzt mal vorsichtig. Das heißt als Beispiel, wenn wir irgendwo eine Kette haben, muss diese Kette gespannt werden. Jetzt könnte man diese Kette mechanisch spannen, was aber bei einer Kette, welche durchs Ölbad läuft, natürlich nicht so einfach ist, weil dieser Spanner natürlich volles Ballett auch im Öl hängt. Und deswegen braucht man halt diesen sogenannten Öldruck, um diese Teile zu betätigen. Das heißt, da sind dann überall kleine Ventile, die das Ganze steuern. Und schon geht der Öldruck meistens gegen einen Kolben und drückt als Beispiel bei einem Kettenspanner eine Gleitschiene gegen die Kette und spannt somit die Kette vor. Logischerweise immer auf der Seite von der Kette, wo keine Last drauf ist. Wenn ihr euch zum Beispiel mal ein Fahrrad anguckt mit einer Gangschaltung hinten, da ist ja auch ein Kettenspanner notwendig, weil die Zahnräder kleiner und größer werden. Das heißt, die Kette kann nicht eine Länge haben. Und dieser Spanner ist auch immer nicht auf der Zuchtseite, sondern auf der losen Seite. Dort wird immer die Kette gespannt. Weil sonst würde einfach wenn ihr ins Pedal tretet, würdet ihr den Spanner einfach wieder an Anschlag zurückziehen und die Kette wäre trotzdem nicht gespannt. Deswegen ist der Spanner quasi nie auf der Zugseite. Das ist ein Punkt. Zweiter Punkt für Öldruck, Thema Ventilspiel. Hatten wir schon, Hydros. Jeder Motor hat auf den Ventilen oben so ein kleines Hydroelement. Wenn es ein Motor mit einer hydraulischen Ventilspieleinrichtung, keine Ahnung, ist. Auf jeden Fall, der Stößel braucht auch Öldruck. Da ist so ein kleiner, ich sag jetzt mal vorsichtig, Kolben drin. Der fährt dann aus und sorgt quasi dafür, dass der Hydro immer an der Nockenwelle anliegt. Dafür braucht man auch Öldruck. Nächster Punkt ist, jedes Lager. Also es gibt die einzigen Lager, die keinen Öldruck brauchen, sind zum Beispiel Kugellager oder Gleitlager. Das sind allerdings Lager, wobei Gleitlager ist nicht korrekt, ein Gleitlager braucht definitiv Öldruck. Weil die ganzen Pleuel- und Kugelwellenlager sind ja Gleitlager. Und ohne Öldruck wäre dieser Motor einfach sofort kaputt. Das heißt, die Bohrung, wir hatten das in etlichen Motorenbauvideos schon, die Bohrung, wo zum Beispiel die Kurwelle drin läuft, ist minimal größer als die eigentliche Kurwelle. Das heißt, ihr habt da ungefähr einen Spalt von 500stel. Und dieser Raum von 500stel muss mit dem Öldruck gefüllt werden, dass die beiden Lagerschalen gar nicht aufeinander liegen, eine Lagerschale und die Kurwelle, sondern dass das Ganze nur auf diesem Ölfilm läuft und somit gar kein Kontakt da ist. Und da gibt es auch etliche Lager, wo das zum Beispiel ist, sei es unten Kurbelwelle, Pleuellager, Nockenwellen oben, Nebenwellen, alles querbeet. Also eigentlich alles, was sich dreht, hat irgendwo eine Schmierung übers Öl. Also, wir haben Thema Schmierung, wir haben Thema Öldruck und jetzt kommt die dritte Sache. Natürlich auch in Gewissweit ist es ein Medium, um ein bisschen Temperatur aus dem Motor rauszunehmen. Dafür ist eigentlich Wasser zuständig, das Kühlwasser, früher luftgekühlte Motoren. Haben das Ganze über Luft gemacht, über ein großes Lüfterrad, welches einfach an dem Motor vorbeigepfiffen hat. Aber natürlich wird das Öl auch warm. Das liegt natürlich im Ersten daran durch den besagten Druck. Überall, wo Druck aufgebaut wird, wird etwas warm. Siehe die Luftpumpe, wo ihr einen Fußball mit aufpumpt. Wenn ihr das 5 Minuten macht, wird die Pumpe auch warm. Als auch die Reibung, die trotzdem noch in so einem Motor ist. Wenn es keine Reibung geben würde, bräuchten wir keinen Ölfilter und ein Motor hätte auch keinen Verschleiß. Das heißt, auch da entsteht Wärme und dann zusätzlich natürlich, das Öl ist einfach überall, das heißt, es nimmt auch überall die Temperatur aus. Das sind eigentlich die 3 Sachen, wofür man überhaupt Öl im Motor hat. So, jetzt geht's los. Wir gucken uns heute mal den Ölkreislauf von einem Motor an. Das Ganze fängt hier unten an in der Ölwanne. Joni frisst erstmal noch einen Knopf was hier, ist wieder 9:30 in Deutschland. Das Ganze fängt unten in der Ölwanne, das ist ja zufälligerweise hier in der RS4-Ölwanne. Da sitzt dann diese Ölpumpe so drin.
So, das ist jetzt eine sogenannte Nassschmierung. Es gibt auch eine Trockensumpfschmierung. Das ist, wie wir eine Limo haben. Da ist gar kein Öl in der Ölwanne. In dem Fall, auch Limo, ist jetzt ein bisschen blöd, wie bei der Limo, original an der Limo, ist halt eine Ölwanne mit einem fetten Ölreservoir. Das heißt, hier ist am Ende, steht das ganze Öl drin, unten in dem Motor. So, das Ganze geht los mit dieser Ölpumpe. Die sitzt hier so und saugt hier durch das Öl an. Da ist ein Sieb vor. Wie man sehen kann, kommt die aus einem Motor mit Motorschaden. Da hängt nämlich schon wieder ein bisschen Zeug drin. Mhm. So. Das heißt, der allererste Punkt in dem Kreislauf ist immer die Ölpumpe leider. Irgendwo muss die Pumpe ansaugen. Hier haben wir das Ganze nochmal vom Arbeit. Da ist sogar noch so ein Ansaugschnorchel dran. Da saugt dieser Schnorchel aus der Pumpe. Weil es gibt verschiedene Art und Weisen von Ölpumpen an Motoren, auch wie sie angetrieben werden. Diese hat ein Kettenrad an der Seite. Hier sitzt ein Rad drauf und das wird mit einer Kette an der Kurbelwelle angetrieben. Und dann gibt es auch die Variante, wie oft bei Vierzylindern oder Fünfzylindern zum Einsatz kommt. Dieses ganze Teil steckt auf der Kurbelwelle direkt drauf. Hier kommt die Welle raus. Und auf der Welle ist ein kleiner Mitnehmer und die Ölpumpe wird quasi direkt von der Kurbelwelle angetrieben. Gibt es auch die Variante. Dann gibt es noch die Variante, dass die Ölpumpe ausgelagert ist und zum Beispiel mit einem Zahnriemen, mit einer Nebenwelle, mit einem Keilriemen, wie auch immer angetrieben wird. Also da gibt es verschiedenste Versionen. Auf jeden Fall erstmal, wie funktioniert diese Ölpumpe überhaupt? Wir machen sie einfach mal auf. Wirklich ganz einfache Sache. Hier ist einfach eine Welle drin, ist eine sogenannte Zahnradpumpe. Wobei, das hatten wir schon mal, ist es eine Zahnradpumpe? Ah, ich muss mit so Begriffen immer vorsichtig sein, weil ich glaube, es ist keine Zahnradpumpe, sondern es ist eine Flügelpumpe. Aber ist auch egal, ihr wollt es einfach sehen und ich zeige es euch. Dieses Teil ist hier drin, das wird einfach angetrieben und ihr seht durch diese exzentrische Anordnung, dieses Zahnrad sitzt nicht in der Mitte, sondern sitzt außermittig, haben wir immer ein großes Volumen und gar kein Volumen. Und dazwischen entsteht der Öldruck. Das heißt, das Öl geht hier unten durch das Sieb rein. Das ist die Kammer dahinter. Hier kann man unten durchgucken. Hier, da. Da kommt das Öl raus. Es geht dann in diesen Bereich rein und wird, je weiter es hier gedreht wird, immer weiter komprimiert. Also angenommen, wir überlegen uns jetzt gerade, hier zieht die Pumpe jetzt durch die Drehzahl gerade das Öl rein. Dann ist jetzt gerade hier, keine Ahnung, ich sage jetzt mal einfach 10 Milliliter sind jetzt in dieser Kammer. Und mit der Drehung wird diese Kammer immer, immer weiter komprimiert, bis es dann am Ende am Auslass maximal komprimiert ist. Das heißt, dort entsteht ein Druck, weil das Öl natürlich links und rechts raus will und dann durch diese Kanäle auf der Rückseite hier aus der Ölpumpe raus in die Rohre geht. Zack. So. Hier kommt allerdings das erste entscheidende Teil, was viele nicht wissen. Da drin ist natürlich ein Überdruckventil. Hier kann ich den Öldruck einstellen. Wenn Öldruck X hier erreicht ist, geht dieses Ventil auf und das Öl kann aus dem Motor zurück und landet am Ende wieder in der Ansaugung der Pumpe. Also es ist wie ein internes Blow-off-Ventil, was allerdings in der Ölpumpe sitzt. Das heißt, hier ist der Kreislauf von dem Motor. Der drückt das Öl hier gegen, in die Richtung. Hier ist das Ventil, es geht auf bei Druck X und das Öl landet wieder in der Ansaugung der Pumpe. Weil es gibt noch ein zweites Ventil, das sieht man hier nämlich. Das ist das Ventil, was aufgeht, wenn zum Beispiel viel zu viel Öldruck da ist. Der besagte Kaltstart, es ist irgendwas falsch an dem Motor, es ist irgendwas verstopft. Bevor das ganze Ding einfach auseinanderfliegt, geht hier hinten diese kleine Kugel auf. Und das Öl kann hier einfach aus der Pumpe raus. Also wir haben eigentlich sogar zwei Ventile, die den Öldruck regeln. Das ist das Ventil, was generell den Öldruck im Motor regelt. Und das ist das Ventil, wenn ich zum Beispiel die Leitung hier zusammenquetschen würde und das Öl gar nicht erst in den Motor kommt, dann geht dieses Druckbegrenzungsventil auf. So, wir machen die Pumpe mal wieder zu. Zack. Eigentlich muss man übrigens nach jedem Motorschaden die Pumpe aufmachen und gucken, wie die Flügel hier drin aussehen. Weil selbst hier sieht man schon wieder so kleinere Einschläge. Die sind jetzt noch nicht so schlimm. Aber da sich das natürlich hier alles dreht, ist natürlich jeder Fremdkörper, der hier durchgeht, gleich immer eine Baustelle. So. Öl kommt hier raus. Dann haben wir als nächstes eine Leitung, die hier sitzt. Also die Pumpe sitzt ja eigentlich hier so rum drin. Klack. So. Und das Ganze ja gerade umgedreht. Na, wir müssen es andersrum machen. Die kommt erst an den Motorblock und dann kommt die Ölwanne drüber. Aha, so sieht das doch schon besser aus. Und dann geht es los mit zwei Leitungen. Einmal haben wir hier eine Leitung, die da irgendwie rankommt. Und eine kurze Leitung. So. Öl kommt hier raus und geht
aus dem Block raus. Jetzt gibt es die kleinste Version, ist, es kommt hier einfach nur der Ölfilter. Warum den Ölfilter? Ganz einfache Sache. Guck mal, hier haben wir so einen schönen pinken, den habe ich gerade noch im Regal gefunden. Weil Marius mal drin von Royal. Das war lila. Sorry. Lila. Komme ich auf pink. Ölfilter kommt hier so gegen. Das wäre die einfachste Variante. Warum Ölfilter? Brauche ich nicht viel erklären. Überall, wo Metall ist und Öl durchgeht, muss dieses Öl irgendwie gefiltert werden. Es geht durch Papier durch, weil das sind Papierfilter meistens. Es wird mit Sicherheit auch mittlerweile irgendwelche GFK-künstlichen synthetischen Filter geben, aber im Normalfall sind es immer Ölfilter. Geht hier so durch und kommt da wieder raus. Und geht dann von hier, das ist jetzt das falsche Rohr, deswegen passt es nicht, aber grob gesagt so, geht es dann in den Motor. Und das ist auch die Hauptölversorgung für den Motor, wo das Öl hingeht. So, Ölfilter zum Filtern der ganzen Späne, deswegen schneiden wir den auch so gerne auf nach dem First Start. Und jetzt beim Ölfilter habe ich durch Björn gelernt, das ist nicht ein Vollölfilter, sondern es ist ein sogenannter Nebenstromfilter. Das heißt, hier ist ein Ventil drin, was ab Überdruck X aufgeht. Was es auch muss, weil unter Volllast ist es gar nicht möglich, das ganze Öl durch den Filter zu schieben. Deswegen filtert dieser Ölfilter das Öl nur zu 100% eigentlich im Leerlauf. Sobald ihr über Druck X kommt, geht ein Teil des Öls ungefiltert durch dieses interne Überdruckventil wieder in den Motor, ungefiltert, damit der Öldruck einfach voll da ist. Hat auch den Sinn, falls der Ölfilter mal komplett verschlossen ist, komplett dicht ist, wer weiß, hat mal wieder einer 300.000 Kilometer keinen Ölfilter gemacht, kann der Motor nicht kaputt gehen, kein Ölfilter gemacht, kein Ölwechsel gemacht. Wir machen zu wenig Videos, wir müssen wieder mehr quatschen. Wenn einer ganz lange keinen Ölwechsel gemacht hat, könnte dieser Filter dicht sein. Es wird euren Motor aber nicht kaputt machen, außer dass er nicht mehr filtert, sondern das Öl geht einfach an dem Überdruckventil vorbei. Hier sieht man es so ein bisschen. Das Öl bei einem Filter kommt immer von außen. Das heißt, die Flussrichtung ist quasi von außen durch den Filter hier rein. Sollte das hier verstopft sein, dass das Öl nicht raus kann, wird diese Feder, ich kann es jetzt gerade nicht genau sagen, sie wird sich dann in dem Moment aber zusammenziehen und das Öl kann einfach von außen direkt innen wieder raus. So, das heißt, egal was passiert, dieser Ölfilter wird nicht den Motor kaputt machen, weil wenn da nichts mehr rauskommen würde, hätte der ganze Motor keinen Öldruck mehr. Thema Ölfilter. Wirklich eigentlich ein wichtigeres Teil, als man eigentlich denkt. Aber für jeden zu merken, Nebenstromfilter, das heißt unter Volllast, ich weiß nicht wie viel, aber ich würde tippen, allerhöchstens 20-30% des Öls werden dann unter Volllast überhaupt gefiltert. So, jetzt kann man ein kleines Upgrade machen und kann dazwischen den ersten Ölkühler hängen. Ölkühler heißt eigentlich ein Wärmetauscher. Hier geht das Öl durch, das heißt so und so. Und parallel dazu macht man Wasser rein, Kühlwasser. Und somit kann man das heiße Öl mit dem kalten Kühlwasser kühlen. Oder auch andersrum, deswegen verbrauche ich das Ding gerne. In dem Moment, wenn das Kühlwasser wärmer ist als das Öl, kann man natürlich das Öl vorheizen. Das heißt, wenn hier 90 Grad Wasser durchgeht, das Öl aber erst 60 Grad hat, kann man sich schon sicher sein, dass die beiden Temperaturen sich irgendwo angleichen. Genau, das ist ein sogenannter Wärmetauscher. Der sitzt tatsächlich immer noch davor. Vom Ölkreislauf her gibt es zwei Varianten. Es gibt die Variante, dass es davor als auch dahinter sitzt. Meistens sitzt aber der Wärmetauscher tatsächlich in dem ungefilterten Öl da vorne sogar noch. Also das Öl geht direkt erstmal hier rein und dann da rein. Derjenige, der es dann noch weiter übertreiben will, beim RS4 ist es Serie, kommt hier eine sogenannte Thermostatplatte. Thermostatplatte heißt, habe ich gerade nicht hier, ist einfach nur ein Teil, wo auch wieder, wie bei der Ölpumpe, ein Kolben mit einer Feder drin ist. Allerdings ist es ein Bimetall. Das heißt, da ist ein Element drin, was sich über Temperatur rausfährt oder zusammenzieht, wie ein Thermostat vom Motor auch. Und ab einer Summe X geht das Öl durch den Ölkühler. Das heißt, wenn ihr einen externen Ölkühler, einen Luftölkühler anschließen wollt, braucht man einen Thermostat. Dahinter, wenn das Thermostat aufgeht, geht das Öl durch den Ölkühler und hier wieder rein. Zu dem Zeitpunkt, wo das Thermostat noch geschlossen ist, ist das Thermostat intern offen. Das heißt, es macht einfach gar nichts und das Öl geht durch. So, das heißt, an der Stelle würde noch der Ölkühler kommen. So wie das. Bisher mitgekommen wie so, ja, ne? Ja. Ja, so ein bisschen. Also vielleicht. Ein Bimetall war schon. Nein, also Bimetall ist relativ einfach. Ist einfach ein Metall, was länger und kürzer wird durch Temperatur. Und okay. Somit drückt man einfach zum Beispiel eine Thermostatplatte. Also angenommen, das Thermostat dichtet ab. Also es dichtet ab, indem hier eine Platte ist. Diese Platte ist vorgespannt. Wenn du jetzt Bimetall nimmst, was sich wahlweise zusammenzieht oder auseinanderfällt, geht die Platte einfach weg und das Thermostat ist offen und Wasser kann durch. Das ist eigentlich ein Thermostat. So, haben wir T wie Thermostat gleich auch noch hier eingebaut. Ne? Top. So, nee, ist einfach nur ein Metall, was die Eigenschaften hat, mit verschiedenen Temperaturen sich auszudehnen oder zusammenzuziehen. So,
Jetzt gehen wir mit dem Öl hier in den Block rein. Das heißt, hier ist die Hauptverbindung von dem Motor in den Block. Ich habe hier einfach mal was ausgedruckt, das ist einfacher. Ich hatte keinen Bock, jetzt hier einen ganzen zerlegten Motor hinzustellen, das sifft wieder alles rum. Haben wir auch schon ein paar Mal gezeigt, aber von der Theorie her sind wir jetzt gerade hier, Ölpumpe. Geht es hier durch Ölfiltergehäuse, Ölkühler und so weiter. Und dann geht es hier in den Motor rein. Als allererstes wird immer die Kurbelwelle versorgt. Weil die Kurbelwelle ist einfach das Hauptteil in dem Motor. Das braucht am meisten Öl zum Schmieren, zum Kühlen und den meisten Öldruck. Deswegen geht es erst in die Kurbelwelle rein. Und da ist recht interessant, eine Kurbelwelle hat ja immer mehrere Lagerstellen. Das heißt, erste Lager, zweite Lager, dritte Lager, vierte Lager, fünfte Lager. Kaum ein Motor hat den Ölkreislauf so aufgebaut, dass jedes Lager eine einzelne Versorgung hat, sondern ganz oft geht das Öl quasi nur an einer Stelle zur Kurbelwelle hin, geht dann durch Hauptlager Nummer 1 ins nächste Pleuellager, ins Hauptlager, ins Pleuellager, ins Hauptlager, ins Pleuellager, ins Hauptlager und kommt dann hinten irgendwo raus. Ganz coole Thematik, bei meiner alten Limo hatte ich nämlich tatsächlich den Öldruck davor und dahinter gemessen und schon kriegt man einen Referenzwert über den Zustand der Lager da drin. Weil wenn ein Lager verschleißt, wird das Spiel größer, das Öl kann weg, Druck geht runter. Das heißt, meistens ist diese ganze Kurbelwelle mit einer einzigen Versorgung versehen. Irgendwo in der Mitte der Kurbelwelle, das ist wirklich bei jedem Motor anders, das kommt auch da, hängt damit zusammen, wie wurde er gegossen, wie wurde er nachbearbeitet, weil das sind ja alles interne Bohrungen, die durch diesen Motor gehen. Da ist einfach jeder Block anders, das kann man jetzt nicht so pauschal sagen. Aber irgendwo ist dann noch eine Verbindung zu den Zylinderköpfen, da geht das Öl in die Nockenwellen rein und in die Hydroelemente rein, um das Ventilspiel auszuspielen. Das Ventilspiel auszuspielen, das Ventilspiel einzustellen. Ja, kann man so stehen lassen. Dann gibt es noch Sachen wie zum Beispiel eine Nockenwellenverstellung, dafür braucht man auch Öldruck. Wenn ihr die Nockenwelle während des Laufens in eine andere Position ziehen wollt, hatten wir gerade beim Thema Limo, braucht man auch einen Öldruck für, weil Öldruck einfach dafür das stabilste Medium ist. Wenn der Öldruck da ist, ist er da und das kann man auch relativ einfach überprüfen. Man könnte so eine Nockenwellenverstellung auch elektronisch machen. Da ist aber halt ein Elektrosteller auf jeden Fall deutlich empfindlicher als einfach ein hydraulischer Steller, der ja wirklich als Beispiel einen Kettenspanner oder Nockenwellenversteller, der verstellt sich ja ständig hin und her. Und dieses ständig hin und her, dafür ist ein Öldruck perfekt, weil es halt zusätzlich gekühlt und geschmiert wird. Das ist einfach nicht zu unterschätzen. Ist so ein bisschen ähnlich wie, nehmt ihr einen elektrischen Dremel, hat man das Problem, dass der einfach heiß wird, weil sowohl der Elektromotor erzeugt Wärme als auch das Schleifen. Nehme ich jetzt einen richtig schönen Druckluftdremel, Druckluft ist leider das teuerste Medium, wenn es darum geht, der ist richtig schön kalt. Also dadurch, dass die ganze Zeit die Luft durchpfeift, wird der sogar so kalt, dass man ohne Handschuhe eine kalte Hand kriegt. Und so ähnlich ist es bei Teilen mit Öl drin auch. Das Öl geht die ganze Zeit durch und nimmt halt ein bisschen Wärme raus. Deswegen wird bei sowas gerne Öl verwendet. Ja, und dann geht es einfach nur irgendwann oben in den Zylinderkopf, in die Nockenwellen, in die Verstellung und dann läuft es tatsächlich in dem Zylinderkopf einfach nur zurück. Also das heißt, diese Rückläufe sind wirklich dieses ganze Offene in dem Motor. Also alles, was offen ist an dem Motor, ist eigentlich der Rücklauf. Nehmt ihr Ventildeckel ab, seht ihr ja den ganzen Zylinderkopf von innen, das ist alles der Rücklauf, da läuft es zurück. Da ist ganz wichtig, ist hier auch eingezeichnet, sind tatsächlich Rücklaufventile drin, dass das ganze Öl nicht zurücklaufen kann. Das heißt, wenn ihr als Beispiel den Motor... Also ihr werdet euch mit Sicherheit schon mal die Frage gestellt haben, wenn ihr nach einem halben Jahr den Motor aufmacht, also angenommen, ihr habt ein Auto, was 10 Jahre stand, 5 Jahre stand, 3 Monate stand, ihr nehmt den Ventildeckel ab, steht da immer noch Öl drin. Nicht unten in der Ölwanne, sondern oben in den Zylinderköpfen. Das liegt daran, weil in dem Rücklauf immer ein sogenanntes, eigentlich ist es ein Rückschlagventil, Rückhalteventil, ist. Das heißt, das Öl kann gar nicht zurücklaufen, sondern es bleibt da stehen, damit das Öl einfach immer da ist, wo es ist. Mit einem bisschen Druck, also im Betrieb, kann es dann aber trotzdem durchfließen. Ist jetzt schwer zu erklären. Das ist ein Ventil, was wirklich ganz, ganz, ganz wenig Vorspannung hat und ganz früh aufgeht. Das heißt, da reichen schon 0, weiß ich nicht, ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, 0,05 Bar, dass dieses Ventil aufgeht. Das heißt, bei laufendem Motor, wo immer mehr Öl von hinten hinterherkommt, plus in dem ganzen System ein Überdruck ist, weil ihr dürft nicht vergessen, hier unten ist eine Kurbelwelle drin, die die ganze Zeit in dem Öl und in dem Kurbelraum mit Kolben und Pleuel hin und her macht. Das heißt, es entsteht ein leichter Überdruck. Dadurch gehen diese Rückhalteventile auf und das Öl kann runterfließen. Steht die Kurbelwelle, kein Überdruck mehr da und das Öl bleibt stehen. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen? Nee, Ölpumpe. Ölkühler, Thermostat, Ölfilter, Öldruck, ich würde sagen, haben wir alles. Öl wie Ölkreislauf,
haben wir somit auch hinter uns. Das Ganze müssten wir jetzt theoretisch dann nochmal für eine Trockensumpf machen, da ist es minimal anders aufgebaut. Im Großen und Ganzen ist es aber genauso. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen Infos. Ich persönlich mag das Technikon ja sehr. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn wir einen Motor zerlegen, erkläre ich jetzt nochmal wieder alles, weil es gibt immer neue Leute, die sich so ein Video angucken und einfach es gerne wissen wollen würden oder die alten Hasen, die schon alles kennen. Deswegen finde ich diese Video eigentlich geil für die alten Hasen, die können komprimierter die kurzen Inhalte in den normalen Videos sehen und diejenigen, die neu dazukommen und einfach immer sich gefragt haben, wie ist dieser Ölkreislauf aufgebaut, die klicken in dieses Video rein. Ich finde es gut. Und haben ein paar Infos bekommen. Ne? Ja. So kann man die anderen, unsere Videos sind ja schon immer extrem lang, aber dadurch kann man sie immerhin so ein bisschen kürzer machen. Ne? Wie lange ist das Video schon wieder? Wir sind jetzt bei 22 Minuten. Ja, okay. Waren eigentlich wieder, wir hatten so 10 Minuten geplant, jetzt sind schon wieder 22. Deswegen, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.